Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch. Heute wieder was super Flottes und super Leckeres. Und zwar ist es ein Marillenschoko-Streuselkuchen, so ein Blechkuchen. Er geht wirklich sehr schnell in der Zubereitung und schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Und bevor ich euch zeige, wie ich den gemacht habe, mag ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich auch einen zweiten Kanal habe. Da zeige ich alle meine pikanten Rezepte. Ich werde das unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr auch auf den anderen Kanal schauen und den natürlich kostenlos abonnieren, damit ihr keines meiner neuen Rezepte dann verpasst. So, aber jetzt zeige ich euch, wie ich diesen köstlichen Kuchen gemacht habe. Habe ich hier genau 470 Gramm Mehl. Da gebe ich jetzt eine Prise Salz dazu, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Backkakao. Das Ganze werde ich jetzt kurz nur ein bisschen miteinander verrühren. Nun gebe ich genau 200 Gramm kalte Butter dazu. Die habe ich mir schon in Würfel geschnitten. Meine Lieben, das ist ein ganz normaler Mürbeteig. Ihr könnt es auch gerne mit den Händen verkneten. Ich mache es immer nur gerne mit der Küchenmaschine, einfach nur, weil mir der Teig schön kalt bleibt. Jetzt werde ich hier einfach nur die Butter schön abbröseln. Seht ihr? So sollte das Ganze dann aussehen. Nun gebe ich hier genau 180 Gramm Staubzucker dazu. Den habe ich vorher gesiebt. Ihr könnt natürlich auch den Zucker reduzieren. Ich nehme deswegen gern Staubzucker hierfür, einfach weil der sich viel einfacher in den Teig verbindet. Jetzt werde ich das nur ganz kurz da runterrühren. Seht ihr, wirklich nur ganz kurz, bis ich dann die nächsten Zutaten dazugebe. Und das wäre dann ein mittelgroßes Ei. Einen Schuss Vanillearoma, gibt natürlich auch Zucker oder Paste. Und dann noch 80 Gramm Sauerrahm. Da könnt ihr bitte saure Sahne oder Schmand nehmen, was ihr halt zu Hause habt. Jetzt wird das Ganze einfach nur kurz weitergerührt. Bitte nur nicht zu lange. Ich zeige euch dann gleich, wie es leicht bei mir aussieht. Und wenn das Ganze dann so aussieht, ist dann auch schon genug. Meinen ganzen Teig gebe ich mir hier jetzt einfach nur auf meine Arbeitsfläche rauf und werde ihn ganz kurz nur ein bisschen so in Form bringen. Falls nötig, kann man ihn ganz kurz noch ein bisschen durchkneten, aber wirklich nur ganz kurz. Nun werde ich meinen Teig in etwa in zwei gleich große Stücke teilen. Sollte euer Teig jetzt zu weich sein, könnt ihr beide Stücke in den Kühlschrank geben. Ich werde jetzt aber nur eines schön einpacken und das gebe ich jetzt einfach nur in den Kühlschrank, bis ich es brauche und dieses kann ich jetzt gleich benutzen. Ich habe mir hier jetzt meinen Backrahmen hergerichtet. Ich habe den auf 30 mal 23 cm gestellt. Ihr könnt bitte natürlich jedes beliebige höhere Blech nehmen. Kann auch ein bisschen größer oder auch kleiner sein. Da müsst ihr halt einfach nur bedenken, dass euer Kuchen dann natürlich höher oder tiefer ist, also flacher. Jetzt werde ich hier meinen Mürbeteigboden einfach nur schön in die Form hineindrücken. Dafür ist so ein kleiner Roller ganz praktisch. Man kann aber auch ein kleines Wasserglas dafür nehmen. So, nun gebe ich das kurz zur Seite und mache dann meine Topfen- bzw. Quarkfüllung. Ich habe hier genau 750 Gramm 20%igen Topfen bzw. Quark. Und da gebe ich 80 Gramm Zucker dazu. Bitte, den könnt ihr natürlich auch reduzieren, sollte euch das zu viel sein. 2 mittelgroße Eier. 40 Gramm Maisstärke, das ist eine ganz normale Speisestärke. Das gebe ich da auch alles schön dazu. Und einen Schuss Vanillearoma, natürlich auch Paste oder Zucker könnt ihr nehmen. Und ich würde da noch ein bisschen Zitronenabrieb hineingeben, nur ich habe leider übersehen, dass ich keine mehr habe. Deswegen aber bitte gebt das zu Hause dazu. Und nun werde ich das Ganze einfach nur schön verrühren. So, die wäre dann auch fertig. Solltet ihr vielleicht ein übriges Eigelb haben, könnt ihr das gerne hier noch dazu
geben. So kann man es dann gleich verwerten, falls ihr nicht wisst, wohin. So, das wäre dann auch schon fertig. Das gebe ich jetzt einfach so als Ganze hier auf meine dunklen Mürbeteig drauf. Verteile es einfach in der ganzen Form. So, und nun verteile ich Marillenstückchen darauf. Ich werde so in etwa 600 bis 700 Gramm nehmen. Ich habe das einfach so in ein paar Stücke genommen. Bitte mit den Kernen habe ich das gewogen. Ihr könnt aber natürlich auch mehr oder weniger raufgeben, ganz nach eurem Geschmack. So, und nun habe ich mir einfach nur meine Mürbeteig aus dem Kühlschrank geholt und werde jetzt einfach so, seht ihr, den Teig so drüber zupfen und überall auf meine Marillen schön verteilen. So, und nun kommt mein Kuchen in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Die waren bei mir so um die 45 Minuten im Backofen, also zwischen 40 und 50 müsste es bei euch in etwa auch dauern. Ich habe die dann einfach vollständig abkühlen lassen und habe sie dann windschief geschnitten, wie ihr sehen könnt. Aber ich habe damit jedes Mal ein Problem. Die werden bei mir nie gerade, aber naja, schmecken sollen es halt, sagt man. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen einen Hauch Staubzucker raufgegeben und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses einfache und schnelle Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, falls ihr sie nachgemacht habt, wie sie euch leicht geschmeckt haben. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!